Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, noch einmal ganz herzlich zum Auftakt des Digitalcamps. Dieses Camp findet bereits das dritte Mal statt. Heute, morgen und übermorgen gibt es jeweils zwei Webinare, jeweils um 11 und um 17 Uhr. Und wie gewohnt steht das Camp auch wieder unter einem Motto. Dieses Jahr sind es die Future Skills, also die digitalen Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen. Wir freuen uns sehr, dass das Interesse für dieses Thema so groß ist und sich auch wieder so viele schon zur ersten Session angemeldet haben. Ebenso freuen wir uns, dass auch dieses Jahr wieder die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt das Digitalcamp unterstützt und sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Wir starten jetzt heute Vormittag mit dem Thema Digital Literacy. Ein Begriff, der sich auch mit Alphabetisierung in der digitalen Welt beschreiben lässt. Und wir wollen uns heute anschauen, was sich konkret dahinter verbirgt, welche Kompetenzen damit gemeint sind und warum diese für Sie und Ihre Organisation nützlich sind. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Katharina Mosene. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für Digitalisierung und IT-Sicherheit. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen, Katharina. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Und die Fragen kommen sicher auch noch während des Vortrags. Ganz klar, die Unterlagen und die Aufzeichnung, die stellen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Sie finden alles in den nächsten Tagen im Archiv auf der Digitalcamp-Webseite. Und wenn Sie möchten, dann schauen Sie doch mal auf die Padlet-Wall. Wir hatten sie gerade vorgestellt. Oder schauen Sie in unsere Facebook-Gruppe. Dort haben Sie die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Links dazu posten wir gleich noch im Chat. Damit bin ich schon durch und Katharina, wir sind sehr gespannt. Bühne frei für dich. Herzlichen Dank, Sabine. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen auch nochmal von mir zur knackigen Mittagspause zum Thema Digital Literacy. Ich darf heute sozusagen den Auftakt ins Digitalcamp für Sie übernehmen und darf das Thema so ein bisschen einordnen und vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben auf die vielen spannenden weiteren Workshops, die ja jetzt in den nächsten Tagen noch folgen. Und was wir uns eben heute, was wir uns fragen, schon länger und was ich heute mitgebracht habe, ist eben die Frage nach der Schlüsselkompetenz Digital Literacy. Wird ja so als geflügeltes Wort irgendwie überall verhandelt und doch gibt es keine so richtig festgeschriebene Definition. Deshalb versuchen wir uns heute mal dem Thema ein bisschen anzunähern. Das heißt, warum gilt es eigentlich als die Schlüsselkompetenz? Wird auch im Rahmen von diesen sogenannten Future Skills, also Zukunftskompetenzen, häufig mitverhandelt. Was ist das eigentlich? Wir beschreiben eine kleine Definition des Themas und wollen dann aber eben auch schauen, warum ist das für Sie, für Ihre Organisation, für Ihre Kolleginnen und Kollegen interessant? Und Sabine hat es gesagt, wir freuen uns sehr über Fragen und Kommentare im Chat. Sabine und Bea unterstützen mich und lesen mit, unterbrechen mich im Zweifel auch. Ich habe auch ein bisschen ein Auge drauf und wir haben spätestens am Schluss dann natürlich Zeit, nochmal Fragen zu beantworten. Aber ich freue mich sehr, wenn Sie gern auch zwischendrin schon dabei sind. Was machen wir also heute? Wir machen jetzt mal eine ganz knappe Begriffsdefinition. Was ist eigentlich Literacy und was ist es auch nicht? Auch in Abgrenzung eben zu vielen anderen Begrifflichkeiten, die so flottieren. Gucken uns dann tatsächlich die relevanten Kompetenzcluster an, die nachgelagert sind. Also über welche Kompetenzen sprechen wir eigentlich, wenn wir über digitale Kompetenzen und digitalen Kompetenzaufbau sprechen? Welche Themenkomplexe ordnen sich da weiter unter, gerade eben auch für Ihren Bereich, im Bereich der zivilgesellschaftlichen Organisation und schauen uns dann eben ganz konkret an, wie sich das Thema auf Sie, auf Ihre Arbeit, Ihre Organisation auswirkt und auch, warum es durchaus Sinn macht, dass Sie Literacy auch in Ihren Kompetenzpool mit aufnehmen sollten und wie Sie das möglicherweise idealerweise auch tun. Da haben Sie jetzt mit dem Digitalcamp ja einen wunderbaren Auftakt, tatsächlich zunächst mal in die Themen reinzuschnuppern.
Und jetzt haben wir eine erste kleine Umfrage für Sie vorbereitet, die Sabine jetzt gleich einmal startet, denke ich. Wie gut würden Sie sagen, kennen Sie sich bereits eigentlich mit Digital Literacy aus? Und jetzt dürfen Sie mir einmal in der Kurzumfrage sagen, ob Sie sich sehr gut auskennen oder ob Sie sich überhaupt nicht gut auskennen. Und Sie dürfen sich natürlich auch dazwischen einordnen. Und Sabine wird mir dann am Ende oder wird uns dann am Ende kurz das Ergebnis berichten. Da bin ich sehr gespannt. Das kann ich gleich machen. Vielen Dank, das geht ganz schnell. Über 80% haben schon geantwortet. Wir warten noch ganz kurz, dann zeige ich Ihnen die Ergebnisse, die ja auch für alle interessant sind. Vielleicht kommt hier gerade noch, kannst du noch kurz was zum Begriff auch noch mal sagen? Ja, in der Tat habe ich die Hat Frage genau jetzt gestellt, um ein bisschen auch zu schauen, ob überhaupt mit der Begrifflichkeit schon irgendjemand was verbinden kann. Insofern, wenn der Begriff schon Ihnen überhaupt nichts sagt, dann geben Sie mir eine 5 sozusagen für die Umfrage und dann hoffen wir, dass wir das unterwegs aufklären können. Alles klar, die Tendenz ist auch ablesbar. Vielen Dank. Ich zeige Ihnen hiermit die Ergebnisse. Ja, es ist fast von oben nach unten. 41% sagen ja, überhaupt nicht gut, also eine 5. 28% eine 3, 22% eine 4, 7% geben sich eine 2 und 2% eine 1, also ein sehr gut. Okay, also durchaus ein gemischtes Bild mit der Tendenz eher in Richtung, was macht dieser Begriff eigentlich, was verstehen wir darunter? Vielen Dank für das erste Stimmungsbild. Wir wollen jetzt die nächsten Minuten tatsächlich nutzen, um das ein bisschen aufzuklären. Und ich finde es immer interessant, weil das sind diese Begriffe, das wissen Sie auch, mit denen so viel gesellschaftlich operiert wird. Aber eigentlich haben wir alle gar kein gemeinsames Verständnis von dieser Art von Begrifflichkeit, die wir da stets und ständig verhandeln. Also, was bedeutet eigentlich Digital Literacy? Wenn wir Literacy im Wortsinne ernst nehmen, dann geht es hier tatsächlich um sowas wie, Sabine hat es in der Einführung auch schon gesagt, Alphabetisierung, Lese- und Schreibfähigkeit. Also im Grunde eine der grundständigsten Fähigkeiten, um an Gesellschaft teilzuhaben, wenn wir an klassische Alphabetisierung denken, wenn wir an klassische Lese- und Schreibfähigkeiten denken, dann ist das etwas, was wir sicher im analogen Kontext zur Grundbildung zählen würden zur Eingangspforte auf alles, was mit gesellschaftlichem Engagement, aber überhaupt auch mit gesellschaftlicher Teilhabe zu tun hat. Und das übertragen auf den Teilbereich der Digitalisierung heißt es, dass wir Menschen befähigen, Digitalisierung möglichst so selbstverständlich zu benutzen, wie sie eben auch ihre Lese- und Schreibfähigkeit benutzen und dass wir den Wert dieser Kompetenz Digitalisierung zu verstehen, auch genauso in unsere Bildungskontexte einschreiben, wie wir das sonst mit Lese- und Schreibfähigkeit machen. Und da gibt es von all denjenigen von Ihnen, die sich so ein bisschen mit Medienpädagogik vielleicht auseinandersetzen, auch in ihren professionellen Kontexten und mit Medienkompetenz, gibt es ganz viel mehr Begrifflichkeiten noch, die so im Raum schweben. Also die Pädagogik spielt da rein. Wir sprechen häufig von Medienkompetenz, aber eben auch von Media Literacy gegenübergestellt der Digital Literacy. Da gibt es sozusagen viel Verwirrung und wir versuchen jetzt mal stringent diese Begrifflichkeiten voneinander zu trennen. Und das Ziel ist, dass Sie am Ende des Workshops mit einem ersten tatsächlich Konzept rausgehen, was wir eigentlich unter diesen grundständigen digitalen Kompetenzen verstehen und warum die so bedeutsam sind für einen jeden innerhalb der Gesellschaft, auch an vielen unterschiedlichen Positionen in der Gesellschaft. Die Cornell-Universität hat schon 2009 Digital Literacy definiert und sehr konkret definiert, finde ich auch sehr überzeugend definiert, als eine digitale Kompetenz, die die Fähigkeit, mit Hilfe von Informationstechnologie, also digitalen Technologien, dem Internet, umzugehen, Inhalte zu finden, diese zu bewerten auch, zu nutzen, zu teilen und zu erstellen. Und da unterliegen sozusagen schon die wesentlichen eigentlich Kompetenzcluster, die wir im Folgenden auch definieren wollen. Es geht darum, dass wir zunächst mal verstehen, wie digitalen Technologien funktionieren und wie ich Zugang darauf finde, dass ich eine Idee habe, wie ich im Internet zum Beispiel navigiere. Ich muss aber auch eine Idee bekommen, wie ich im Internet
oder mit digitalen Medien mit Dritten zusammenarbeiten kann, wie ich kreativ sein kann, also Inhalte erstellen kann zum Beispiel, Inhalte auch teilen kann. Und ich muss kritisch bleiben, wenn ich Inhalte auffinde und nutzen möchte. Ich muss sie zunächst mal bewerten und dann schauen, ob sie überhaupt für mich taugen. Auch das ist ja ein Thema, was durchaus dem einen oder der anderen in der letzten Zeit über den Weg gelaufen ist. Wir sprechen dann häufig auch von Informationskompetenz. Wie gesagt, es gibt hier häufig eine Vermischung von Begrifflichkeiten, die synonym verwendet werden. Aber ich finde, diese Definition auf der rechten Seite ist eine, mit der man sehr gut jetzt am Anfang mal arbeiten kann. Und es deckt sich im Grunde auch mit dem, was wir vorangestellt haben hier im Digital Camp, eben auch zu diesem Workshop. Es geht uns darum, dass Sie verstehen, dass unter diese Art von Digital Literacy jedwede Fähigkeit fällt, Informationen auf digitalen Plattformen zu finden, diese eben kritisch einzuordnen, aber auch online zu kommunizieren und Inhalte online zu produzieren, also die Technik tatsächlich auch als kreatives Gut zu nutzen. Und dazu gehört dann zum Beispiel sowas wie digitale Kollaboration. Dazu haben Sie Workshops in den nächsten Tagen, aber zum Beispiel auch digitales Lernen. Schauen wir einen Schritt weiter und eben auf diese sogenannten, ich habe sie jetzt mal so genannt, Kompetenzcluster. Und hier nochmal sozusagen diese Trias aus Begrifflichkeiten, die uns heute häufig umfängt. Da haben wir die Digital Literacy. Häufig wird auch noch von sowas wie einer Media Literacy gesprochen. Und die Data Literacy ist auch nicht zu vernachlässigen. Wenn wir das subsumieren wollten, dann würde ich sagen, dass die digitalen Kompetenzen im Grunde das Dach bilden, unter denen sowas wie Medienkompetenz, auch Informationskompetenz mit Blick auf Informationsbeschaffung online zum Beispiel untergeordnet ist, neben der Kompetenz, mit den eigenen Daten gut umzugehen. Sie alle haben sicher schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht an Workshops auch teilgenommen, auch vom Haus des Stiftens, wo wir darüber sprechen, wie machen Sie sich sicher im Internet? Was ist das eigentlich, Datenkompetenz? Wie kompetent bin ich mit meinen eigenen Daten, auch mit den Daten von Dritten gegenüber, gerade als Organisation? Auch das ist ein Teilbereich, der innerhalb dieser digitalen Kompetenzen auftaucht. Und so gibt es gerade im schulischen Bereich im Schnitt immer so zwischen 4 und 6 Kompetenzbereichen, die definiert werden. Wir werden uns im Folgenden auf 4 Kompetenzbereiche fokussieren. Ich will Ihnen aber einmal sozusagen das ganze Bild zeigen. Die Bilder ähneln sich im Grunde aber alle und am Ende kanalisiert sich alles auf 4 Kompetenzen. Sie sehen hier einen Überblick von Kompetenzbereichen, der deckungsgleich ist zu der Definition, die ich Ihnen schon vorab gegeben habe. Also es geht darum, Informationen zu finden, es geht darum, zu kommunizieren, zu kooperieren, es geht auch um sowas wie Produktion, also kreatives Arbeiten. Dann geht es in hier im Kompetenzbereich 4, das hier ist, sind die Kompetenzbereiche der Kultusministerkonferenz für die Schulen, um tatsächlich das Thema Schutz und Sicherheit, also Datenkompetenz. Es geht natürlich auch um sowas wie Problemlösung und nicht zuletzt um Analyse, Reflexion und tatsächlich kritisches Denken. Und jetzt will ich ganz kurz einmal noch die Relevanz von Data Literacy aufgreifen, nur weil wir die im Folgenden jetzt ein bisschen runterfallen lassen. Data Literacy, tatsächlich gibt es dafür extra vom Stifterverband auch zum Beispiel eine Karte, die sich auf Data Literacy deshalb festlegt, weil hinter diesem Thema der Datenkompetenz all diese Themen von Zukunftstechnologien stecken, also Stichwort künstliche Intelligenz oder auch Internet of Things. In einem Satz, künstliche Intelligenz ist nur deshalb intelligent, weil sie aus Datensätzen lernt, aus alten Datensätzen. Und das sind zum Teil Datensätze, die wir bewusst oder unbewusst mit unseren eigenen Daten füttern. Und deshalb müssen wir kompetent werden, auch vor allem, und da gucken wir jetzt mal gemeinsam bitte nur auf den ersten Punkt, unsere Daten zu nutzen auf der einen Seite, wenn wir Analysesysteme nutzen möchten, auch innerhalb der Organisation, vor allem aber unsere Daten zu schützen und bewusst mit unseren Daten online umzugehen. Das ist tatsächlich ein sehr wesentlicher Faktor, den ich
eigentlich als Basisgerüst unter all diese Kompetenzen setzen würde. Wir können noch so kompetent sein, zu kommunizieren und zu kreieren und kritisch denken. Wir müssen immer mitbedenken, dass wir uns möglichst sicher und möglichst datenkompetent im Internet bewegen. Und auch deshalb kleiner Ausblick. Ich mache hier ja sonst häufig Mittagspausen für die digitale Nachbarschaft, deshalb hier nur am Beispiel, bietet das Haus des Stiftens, die digitale Nachbarschaft, viele andere Organisationen tatsächlich sehr gute Kurse an, auch so kleine Einstiegskurse in die Frage nach Datensicherheit. Also worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich online unterwegs bin? Stichwort Passwortsicherheit, Stichwort Antivirensoftware, Stichwort Tracking. Und warum ist das relevant? Diese Kompetenz, die Kompetenz über meine eigenen Daten, ist verknüpft, ich habe es schon gesagt, an oder mit den sogenannten Zukunftstechnologien. Sie ist aber eigentlich auch jetzt schon verknüpft mit dem, was wir so als Algorithmen verstehen online, also mit den Techniken, die sortieren, was wir online sehen. Und da finde ich ganz spannend, ein Zitat von ja jetzt, wie sagt man, schwindenden Bundeskanzlerin Angela Merkel schon aus 2016, die gesagt hat, und auch das ist etwas, glaube ich, was zivil für Zivilgesellschaft wesentlich ist, Meinungsbildung heute, und heute ist ja nochmal 5 Jahre später, ganz anders funktioniert, als wir das noch vor 10, 20 Jahren kannten. Wenn wir uns online bewegen, das sind Dinge, die Sie alle erleben, dann treffen wir ganz häufig auch auf sowas wie Desinformation. Wir treffen auf Meinungsbilder, die verfälscht sein können. Wir müssen auch erstmal verstehen, dass wir zum Beispiel Werbung von Information trennen. Und das sind Themen, die in diesen Teilbereich auch der Datenkompetenz, ebenso wie in den Teilbereich kritisches Denken mit reinfallen. Wir müssen verstehen, dass das Internet nicht ist wie der Brockhaus. Und damit will ich nicht sagen, dass der Brockhaus schon immer wertfrei gewesen ist und uns umfassend zu all den Themen informiert hat, über die wir was wissen wollten. Aber dem Brockhaus liegen natürlich völlig andere Qualitätssicherungssysteme zugrunde als so irgendeinem Blog im Internet. Und deshalb ist gerade der Faktor Informationskompetenz, Achtung, das nächste Schlagwort, was hier reinfällt, eines, was sicher uns und Sie im Teilbereich der Zivilgesellschaft extrem stark beschäftigt und auch ein Teilbereich, von dem ich glaube, dass wir alle uns dem sehr viel stärker annähern müssen auf Dauer. Ich gehe einen Schritt weiter und habe gesagt, ich führe diesen Ballon sozusagen an Kompetenzen jetzt einmal auf 4 Kompetenzen zusammen, von denen ich glaube, dass die am relevantesten sind für Sie als Zivilgesellschaft. Das ist aber auch das Modell, was tatsächlich vorwiegend im Bereich der schulischen Bildung, aber auch im Bereich Erwachsenenbildung, politische Bildung herangezogen wird, wenn wir über digitale Kompetenzen sprechen. Und da geht es ganz konkret um die Faktoren Kommunikation, also wie kommuniziere ich online mit Dritten? Da geht es natürlich um sowas wie E-Mails, Messenger, aber auch das Thema der virtuellen Kommunikation über zum Beispiel Videokonferenzen. Wir sprechen über Kollaboration, also die Frage nach, wie kann ich eigentlich digital gut zusammenarbeiten? Ein Thema, was uns die letzten anderthalb, fast 2 Jahre stark beschäftigt hat. Eines, das ganz sicher ein Kernbereich von Zukunftskompetenz auch in sich trägt, nämlich die Frage nach ortsunabhängigen, flexiblen, eben digitalen Zusammenarbeiten. Wir sprechen über Kreativität, also über die Frage nach, wie kann ich das Internet eigentlich nutzen, um kreative Inhalte zu erzeugen? Da geht es auch um sowas wie, manche von Ihnen haben das vielleicht schon mal gehört, Remix-Kultur. Wir alle operieren ja online mal mit Memes, also mit kleinen Bildern, auf denen Sprüche aufgedruckt sind, die lustig sind, oder auch GIFs, kleinen Bewegbildern, die dann passend zu irgendwelchen Situationen eingesetzt werden. Wir alle haben schon mal das ein oder andere Video wahrscheinlich produziert und mit Musik unterlegt. Und alleine schon nur, wenn wir bei Instagram oder TikTok kleine Videos erstellen und anlegen für uns, für unsere Organisation, dann sind und können wir wahnsinnig kreativ sein, einfach weil die Technik uns wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Wenn wir zurückdenken, noch vor 10 Jahren, dann war das gar nicht so leicht, mal eben so ein Video zu erstellen. Heute ist es doch
ganz schnell gemacht, dass man mit dem Smartphone sich hinsetzt und so ein kleines zweiminütiges Video produziert zu einem Thema, zu einer Aktion, die man macht als Organisation. Ein kleiner Aufruf, dabei zu sein. Und es ist überhaupt kein technischer Aufwand mehr. Das heißt, Kreativität ist eine Kompetenz, die sicher sehr stark auch mit Digitalisierung verknüpft ist. Und nicht zuletzt, und das ist, glaube ich, eine der tatsächlich Kernkompetenzen, an die wir gerade im Moment sehr, sehr stark anknüpfen müssen, auch im Bereich der kritischen Zivilgesellschaft. Das ist die Frage nach kritischem Denken. Also, wo bekomme ich meine Informationen her? Wie mache ich eine valide Quellenkritik? Wie kann ich eigentlich die Inhalte beurteilen, die ich online finde? Und das heißt, wenn wir das jetzt mal sozusagen übertragen, auf das, was uns persönlich betrifft, was uns im beruflichen Kontext betrifft, was uns aber auch vielleicht in der Organisation betrifft, dann geht es eben darum, dass ich neu denken kann, dass ich selbst denken kann, dass ich aber auch in der Lage bin, gemeinsam mit anderen zu denken und dieses Denken zu teilen. Und das eben über den analogen Raum hinaus auch in die virtuelle Sphäre. Und das Ganze können wir erweitern, wenn wir über Lernen nachdenken, nicht? Manche von Ihnen sind ja sicher auch BildungsanbieterInnen, machen politische Bildung, machen Bildung zu unterschiedlichen Fachthemen, machen vielleicht auch schon Kompetenzauf- und Ausbau an der einen oder anderen Stelle. Also auch im Bereich der Lernkontexte ist das ein wesentlicher Faktor. Und natürlich geht es auch darum, dass wir genau das auf unsere Arbeit miteinander beziehen. Also, dass wir kreative Wege finden, neu zusammenzuarbeiten, dass wir kritisch arbeiten, dass wir kritisch auch Prozesse zum Beispiel hinterfragen, dass wir kollaborativ und kommunikativ es schaffen, in Kontakt zu bleiben, vielleicht auch über physische Distanzen. Insofern eigentlich eins der Themen, was recht gut auch wieder jetzt in diese Zeit passt, in der manche ja doch wieder vorwiegend über den Rechner Kontakt zu Dritten haben. Passt es, glaube ich, als Dach ganz gut rein. Als Referenzrahmen und das wirklich nur kleiner Exkurs will ich Ihnen noch zeigen, dass auch die Europäische Union, die Europäische Kommission und auch der Rat tatsächlich so ein Kompetenzraster für BürgerInnen tatsächlich entwickelt hat. Und auch das ist de facto deckungsgleich mit den Kompetenzrastern, die wir gerade schon gesehen haben. Es geht sehr stark um kritisches Denken. Es geht sehr stark um kommunikative, kollaborative Kompetenzen, um kreative Kompetenzen, aber eben auch um die Frage nach Sicherheit. Wie kann ich sicher und selbstbestimmt, verantwortungsbewusst das Internet navigieren? In der politischen Bildung, und damit will ich es dann auch bewenden lassen, tatsächlich gibt es durchaus noch Bewegungen, die die 4K, die wir gerade gesehen haben, nochmal um 4 erweitern und dann auch auf 8C rauskommen, gerade im englischsprachigen Raum. Sie sehen hier, dass sich eben die bekannten Kompetenzen doppeln. Was zum Beispiel dazu kommt, ist noch sowas wie eine kulturelle Kompetenz. Stichwort kulturelles Lernen ist ja auch mal was, was uns so an unterschiedlichen Stellen beschäftigt hat, was jetzt wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Was vor allem dazu kommt, ist der Faktor Civic, also gesellschaftliches Lernen oder auch zivilgesellschaftliches Lernen. Das heißt, Lernen auch von BürgerInnenrechten, Lernen von Teilhabe, Empowerment und Partizipation. Und das spätestens ist dann ja doch etwas, was sicher auch eben für alle von Ihnen relevant und interessant ist. Und deshalb will ich hier gleich überleiten zu eben der Frage, warum betrifft mich das jetzt eigentlich im Bereich meiner Organisation? In der Tat ist es so, ich habe schon gesagt, dass wir nicht nur beim Stifterverband und bei vielen anderen sozusagen Stellen, die sich mit Future Skills beschäftigen, immer wieder diese 4 Kompetenzen finden. Auch im Bereich der politischen Bildung werden Sie alle sehen, dass Sie bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch über die Landeszentralen hinweg genau diese Kompetenzen abgebildet sehen. Auch bei den unterschiedlichen Medienanstalten tatsächlich sehen wir diese Kompetenzen. Und so wird sicher auch das ein oder andere Thema ohnehin schon in Ihre Organisation reingefallen sein. Ich will aber noch mal ein bisschen genauer definieren, was wir unter der einzelnen Kompetenz verstehen und warum ich glaube und davon überzeugt bin, dass die für Sie relevant ist.
Vorab wüsste ich aber gerne, ob es schon Kompetenzen innerhalb dieser vier, die wir jetzt schon mal grob vorbesprochen haben, gibt, die Sie in Ihrer Organisationsarbeit bereits adressieren, also die Sie entweder schon ausbilden im Bereich der Kompetenzbildung oder die Sie schon praktisch integriert haben, weil Sie eben schon gelernt haben, online gemeinsam zusammenzuarbeiten oder weil sie sehr stark sich dafür einsetzen, dass man kritisch gewissen gegenüber Informationen gegenübersteht. Sie dürfen gerne Mehrfachnennungen nennen. Die Umfrage ist ja schon gestartet und da freue ich mich jetzt über das Ergebnis und so einen kleinen Einblick zu bekommen, auch über das, was Sie vielleicht auch schon implizit innerhalb Ihrer Organisation adressiert haben, ohne groß darüber nachzudenken, dass das in diese sogenannten Digital Literacy Kompetenzen reinfällt. Ja, vielen Dank. Und auch hier haben schon über 70% von Ihnen geantwortet. Ein paar überlegen gerade noch. Ihnen zur Info, es sind jetzt über 520 hier mit im Webinarraum, die zuhören. Dann haben Sie so ein bisschen einen Vergleich. Und wir warten noch ein paar Sekunden. Und es, genau, ändert sich nicht mehr viel. Damit schließe ich die Umfrage und zeige Ihnen auch hier die Ergebnisse. Eigentlich von oben nach unten. 91% haben die Kommunikation genannt, 72% Kollaboration, 49% die Kreativität und 43% nennen das kritische Denken. Besten Dank für Ihre rege Teilnahme. Vielen Dank. Ja, das ist ein spannendes Bild. Also doch die ein oder andere Kompetenz auch sicher schon implizit im Grunde mit besetzt. Und vielleicht auch hier an der Stelle nochmal ein Anstoß, das ein oder andere tatsächlich dann nochmal stärker auch zu adressieren. Wenn Sie sagen, ja, das ist doch was, das möchte ich viel stärker ausbilden. Dazu haben Sie jetzt ja auch die nächsten Tage noch Zeit, noch viel mehr Input tatsächlich zu sammeln. Kommen wir nochmal zurück auf das, was der Stifterverband in seiner Charta tatsächlich zu Zukunftskompetenzen festhält. Ich sage Ihnen dazu, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, vielen Dank für den Hinweis. Alle Quellenangaben zu den Inhalten, auch zu den Bildern, finden sich am Ende meiner Präsentation und in meinen Notizen. Das heißt, da können Sie auch nochmal direkt nachschauen, wer sozusagen die AutorInnen der jeweiligen Visualisierung sind. Vielen Dank für den Hinweis an der Stelle. Das ist natürlich wichtig, mir auch darauf hinzuweisen, wo die Inhalte herkommen, inklusive auch Hinweisen zu weiterführenden Informationen. Und wenn wir nochmal eben auf den Stifterverband zurückkommen und die Charta sozusagen, in der auch unsere Kompetenzen, über die wir jetzt im Folgenden sprechen, auftauchen, dann finde ich hieran interessant, dass Sie sozusagen von digitalen Grundfähigkeiten sprechen, die einzelne Menschen unterstützen, sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden, die aber tatsächlich auch, und das ist dann wieder, glaube ich, der Faktor, wo Sie und wir alle ins Spiel kommen, im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe, also im Bereich des sogenannten Digital Citizenship relevant sind. Und wer, wenn nicht Sie als zivilgesellschaftliche Organisation, beschäftigen sich mit Teilhabe, beschäftigen sich mit Partizipation und auch deshalb an der Stelle nochmal der Hinweis, dass es tatsächlich wesentlich ist, dass wir auf diese Kompetenzen an der einen oder anderen Stelle ein Auge haben. Ich will nicht sozusagen Sie alle dazu zwingen, dass Sie diese Kompetenzen jetzt auch noch ausbilden oder so. Sie haben alle spannende Themen, die Sie treiben. Das ist uns ganz klar. Aber es gibt doch sozusagen auch implizit diese Themen ja, die Sie intern beschäftigen. Und insofern freuen wir uns sehr, dass Sie sich Lust haben, mindestens damit zu beschäftigen. Also es geht eben um dann das Beherrschen von grundlegenden digitalen Skills. Also zum Beispiel einen sorgsamen Umgang mit Daten. Ich habe es schon gesagt. Es geht auch um sowas wie Kompetenzen im Bereich der Nutzung von bestimmten Softwares. Denken Sie nur über digitale Kollaboration nach und Kollaborationstools. Wenn ich Videokonferenzen machen möchte mit meinen Kolleginnen, dann müssen die verstehen, wie diese Konferenz funktioniert. Das Interagieren mit innovativen Technologien will ich hier mal aussparen. Aber es ist doch so, dass am Ende des Tages diese Kompetenzen durchaus auch bestimmen und das haben wir in der Umfrage ja auch gesehen, wie Ihre interne Zusammenarbeit tatsächlich sich gestaltet. Und deshalb nochmal ein Blick auf die vier Kernkompetenzen und da will ich gerne mit der Kommunikation starten.
Da geht es zum einen um sowas wie digitale Interaktion. Ja, das heißt, ich muss verstehen, wie ich mich anderen gegenüber digital verhalte. Stichworten Etikette, Verhaltensregeln. Was ist eigentlich in Ordnung im virtuellen Raum mit Blick auf Kommunikation? Und da sprechen wir über virtuelle Konferenzen, da sprechen wir aber auch über E-Mail-Kommunikation und wir sprechen über sowas wie Auftritte auf Social Media, nicht? Also da gehört ein vielfältiger Blumenstrauß an tatsächlich Medien dazu. Dazu gehört natürlich aber eben auch sowas wie die Frage nach bürgerschaftlichem Engagement. Also wie kann ich eigentlich mit Hilfe von digitalen Technologien mich kommunikativ an Prozessen beteiligen? Es geht eben um Verhaltensregeln, ich habe es schon gesagt, aber auch an zum Beispiel Kommunikationsstrategien, die Sie an Ihr Publikum, an Ihre Zielgruppe anpassen, wenn wir über den Faktor Social Media zum Beispiel sprechen. Das heißt, die Kommunikation an sich besteht nicht nur in der 1-zu-1-Kommunikation, die wir vielleicht intern organisieren, sondern sie kann als Kompetenz und besteht als in der Kompetenz auch darin, dass ich zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit mache und dass ich eine Idee habe, wie ich virtuelle Räume für meine Öffentlichkeitsarbeit nutze. Und hier nochmal ein kleiner Ausblick nur auf das, was da interessant und relevant sein könnte, damit Sie ein Beispiel vor Augen haben, was ich meine, wenn ich sage 1-zu-1-Kommunikation, dann geht es ganz konkret um sowas wie Messenger und Mails, also die Frage nach, welche E-Mail-Programme nutze ich im Verein, arbeite ich mit verschlüsselten E-Mails? Welche Versandoptionen habe ich? Welche Art von Daten kommuniziere ich überhaupt per E-Mail und welche eher nicht? Also diese ganz tatsächlich banalen, eher wieder in Richtung Sicherheit gehenden Regeln. Aber es kann eben auch um sowas gehen wie, und ich habe es beschrieben, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der sozialen Netzwerke. Was ist eigentlich meine Strategie, nach außen zu kommunizieren? Wie machen wir das Rechtemanagement? Wer sind die Autorinnen unserer Posts? Was ist unser Redaktionsplan? Was ist meine Netiquette? Welche Art von Kommentaren lasse ich auf meiner Seite zu? Ab welchem Zeitpunkt sozusagen steige ich auch aus Diskussionen aus, weil es nur noch beleidigend wird? Das heißt, die Kommunikation an sich ist schon ein relativ breites Feld an Kompetenzen, die Sie alle auch schon implizit intern natürlich ausgebildet haben, weil sie ja schon digitale Kanäle längst etabliert haben, über die sie kommunizieren und auch digitale Kanäle nach außen etabliert haben, mit Sicherheit, mit ihrer Homepage, mit Newslettern, ihren Social-Media-Profilen, in denen sie kommunizieren. Aber es lohnt sich doch immer, hier auch nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht das Profil zu schärfen und vielleicht nochmal ganz gezielt an so eine Art Öffentlichkeitskommunikation zum Beispiel ranzugehen. Kann auch tatsächlich, wenn wir jetzt im ganz politischen Bereich bleiben, und das sind so Empfehlungen, die aus unterschiedlichen Broschüren der Amadeo-Antonio-Stiftung kommen, sowas sein wie, wie nutze ich eigentlich meine Social Media? Nutze ich die, um sozusagen mit dem Strom zu schwimmen oder nutze ich die auch ein bisschen, um zu irritieren? Bin ich gerade jemand, der sich im Bereich Desinformation gegen Falschinformation einsetzt und da sehr stark macht. Besetze ich überhaupt als Organisation zum Beispiel digitale Themen, die ich natürlich dann nochmal ganz anders kommuniziere, als wenn ich ansonsten meine klassisch analoge Vereinsarbeit praktisch in den virtuellen Raum bringe. Und auch hier ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich tatsächlich politisch arbeite oder ob ich klassische im Grunde Vereinsarbeit zu bestimmten Themen mache. Und wer mehr dazu wissen möchte, wie man gut tatsächlich im digitalen Raum Interaktion ermöglicht, der ist herzlich eingeladen, heute Abend noch bei Edda vorbeizuschauen. Es wird sicher ein sehr spannender Workshop sein. Manche von Ihnen sind da auch schon eingeladen und oder angemeldet und können dann hier auch nochmal das Wissen in diesem Teilbereich vertiefen. Schauen wir auf den Faktor der Kollaboration, der ja gar nicht losgelöst von der Kommunikation im Grunde gedacht werden kann. Und das nochmal auch etwas, was Sie über die letzten Monate ganz sicher, ganz intensiv intern beschäftigt hat, was Sie sicher intensiv auch diskutiert haben. Hier geht es eben, dass wir darum, dass wir über Distanzen hinweg tatsächlich kollaborieren, dass wir als Team gut gemeinsam funktionieren, und dass wir eben auch hier natürlich Verhaltensregeln und Normen einhalten im Bereich der Kollaboration in virtuellen Meetings, aber auch zum Beispiel mit Hilfe von
Whiteboard-Tools, mit Umfragen, mit vielerlei Möglichkeiten, in denen wir uns online tatsächlich kollaborativ auseinandersetzen können. Manche von Ihnen vielleicht nutzen Werkzeuge wie Projektmanagement-Tools im virtuellen Raum. Andere arbeiten mit Padlets, wie wir es gerade gesehen haben, um Aufgaben zu verteilen. Auch der Blumenstrauß ist riesig groß. Und auch hier sind Sie natürlich alle eingeladen, sich genau das rauszupicken, was für Ihre Arbeit trägt. Das Wichtige ist bitte immer, dass Sie keine oder nichts von diesen Dingen einfach nur tun, weil Sie glauben, Sie müssten es tun. Das muss schon alles für Sie einen gewissen Mehrwert haben. Und ich glaube, gerade im Bereich der digitalen Kollaboration liegt der Mehrwert in Richtung auch Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit durchaus auf der Hand. Also Werkzeuge nicht, auch der Kompetenzaufbau im Bereich, wie benutze ich eigentlich bestimmte digitale Werkzeuge, um online kollaborieren zu können, ist ein ganz wesentlicher Faktor, der in diese Kompetenz reinfällt. Auch hier kann es darum gehen, dass es um Sicherheit geht. Also wie mache ich das Ganze möglichst Privatsphäre schonend, möglichst datenschutzgrundverordnungskonform. Es kann aber auch ganz klassisch einfach nur darum gehen, was in den nächsten Tagen für Sie angeboten wird, nämlich ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, wie kann ich wirklich gut mit Tools zusammenarbeiten, welche Tools erleichtern mir die virtuelle Zusammenarbeit und was bedeutet eigentlich Agilität? Nicht brauchen wir Agilität auch noch im zivilgesellschaftlichen Sektor? Wie flexibel müssen wir sein und werden? Wie schnell können wir uns an Umgebungen anpassen? Was bedeutet das für Sie als Zivilgesellschaft? Auch hier kleiner Ausblick auf die nächsten Tage, der sicher sehr spannend ist. In Klammern, nur noch dazu gesagt, für diejenigen, die sagen, Kollaboration, damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Das können Sie alle. Sie alle haben das gemacht in den letzten Monaten. Sie sehen auf der linken Seite die unterschiedlichen Modi der Zusammenarbeit, die man kollaborativ online treiben kann und die wirklich viele Vorteile haben. Ich habe es gesagt, in Richtung Flexibilität, Effizienz, aber auch, wenn wir darüber sprechen, neue Mitglieder zu gewinnen, neue Kolleginnen und Kollegen fürs Thema zu begeistern, junge Menschen zu begeistern, Menschen zu begeistern, die nicht so mobil sind, dann hat dieser Faktor der virtuellen Kollaboration extrem viele Vorteile. Und ist extrem, glaube ich, auch relevant deshalb für Sie als Zivilgesellschaft. Kreativität, das ist ja sozusagen irgendwie ein breites Feld. Der Stifterverband zählt dazu tatsächlich originelle Verbesserungsideen. Wir sprechen jetzt eher nicht über Geschäftsprozesse, sondern sicher über sowas wie interne Strukturen und Systeme. Es geht natürlich auch um innovative Ideen für zum Beispiel Projekte, nicht also sowas wie eine Spendenkampagne online oder ein Projektfunding, was Sie online anstoßen. Da ist der Kreativität, wie man so schön sagt, ja immer keine Grenze gesetzt. Und dazu würde ich immer auch zählen, sowas wie Problemlösungsfähigkeit. Also eben Ansätze, mit denen ich in Teams Probleme lösen kann, mit denen ich auch strukturell Probleme lösen kann. Das ist sicher etwas, was vielfach mitverhandelt wird, was gar nicht so leicht ist, eigentlich auszubilden tatsächlich. Wenn wir es ein bisschen konkreter machen, dann können wir mal beim ganz letzten Punkt bleiben, und nämlich beim Thema der Urheberrechte und Lizenzen. Weil genau, worüber wir gerade im Chat schon gesprochen haben. Wenn Sie Präsentationen herstellen, dann bedienen Sie sich häufig an guten Inhalten, die es schon gibt. Und dann muss ich natürlich wissen, wie mache ich das sicher? Wenn Sie Social-Media-Kanäle bedienen und Sie möchten Bilder produzieren dafür, dann gehen Sie vielleicht in die Google-Suche und suchen sich ein Bild und schreiben da Ihren Titel drauf, der gut zu Ihrer Veranstaltung passt und gehen damit in die Kommunikation. Jetzt wissen Sie alle, dass die Google-Bildersuche keine gute Idee ist, sondern dass es viele andere Foren gibt, auf denen man suchen kann. Aber das gehört natürlich in diesen Teilbereich der Kreativität dazu. Also vielleicht auch intern darüber nachzudenken, je nachdem, wie stark kreativ Sie arbeiten, aber die Kollegen, Kolleginnen immer mal wieder darauf zu stoßen, welche Art von Inhalten produziere ich eigentlich für Homepage, Newsletter und Social Media, weil das sind ja kreative Inhalte, die da produziert werden. Wo kommen die Inhalte her? Wie werden die aufgearbeitet? Wie muss ich die vielleicht an welcher Stelle lizenzieren? Letzter Punkt ist das kritische Denken. Und dann mache ich noch einen kleinen Umweg über die Informationskompetenz, weil mir das als Mitarbeiterin an einem Medienforschungsinstitut extrem wichtig ist. Und dann komme ich gern auch auf Ihre Fragen zurück.
Das kritische Denken ist, glaube ich, eines, das uns alle trägt innerhalb der Zivilgesellschaft. Es geht, was der Stifterverband definiert, dazu auch sowas wie digitale Ethik, also die Frage nach den Auswirkungen meines eigenen digitalen Handelns. Im zweiten und dritten Schritt geht es natürlich da auch um sowas wie künstliche Intelligenzen, innovative Technologien. Nochmal, das ist eher was, was Sie wahrscheinlich eher auf der dritten Ebene beschäftigt. Es kann aber auch um sowas gehen wie digitales Lernen. Also welche Art von Lernen stelle ich eigentlich meinen Kolleginnen bereit? Was mache ich mit meinen Mitgliedern? Was mache ich mit Menschen, die an meinem Thema Interesse haben? Welche Art von Lehr-Lern-Settings verändern sich tatsächlich auch über die Zeit? All diejenigen von Ihnen, die im Bildungssektor unterwegs sind, wissen, dass sich da viel getan hat. Auch in den Modellen, wie heute eigentlich gelernt und gelehrt wird. Und auch hier finden Sie nochmal in den nächsten beiden Tagen sehr passende Workshops dazu, die da nochmal sehr viel stärker in die Tiefe gehen. Kleiner Exkurs, ich habe es gesagt, auf die Informationskompetenz und ich habe Ihnen überall die Dossiers der Bundeszentrale verlinkt, die auch diese schönen Visualisierung entwickelt hat, innerhalb meiner Notizen und in den Quellen. Da können Sie gern auch nochmal sich sehr viel stärker in die Tiefe einlesen. Das ist ein Thema, auf das ich hier nochmal abheben möchte, weil ich glaube, dass das eins ist, was uns als Zivilgesellschaft obliegt, auch innerhalb unserer Kontexte, ein bisschen ein Auge darauf zu haben, wo eigentlich Menschen ihre Informationen hernehmen, seien das politische oder auch andere Informationen. Wir wissen ja, dass die Quellen häufig vielfältig in Richtung Internet sind, nicht Google, YouTube, WhatsApp, Wikipedia. Und dann gibt es noch natürlich haufenweise Blogs, die man so konsultieren kann, wenn man sich informieren möchte. Und auch hier geht es eben im Wesentlichen darum, und das hat die Bundeszentrale sehr schön definiert, um die Fähigkeit, Medien tatsächlich zur eigenen Informationsgewinnung, auch zur Meinungsbildung zu nutzen. Das heißt aber auch, dass ich eben verstehen muss, wie online Inhalte zusammenwirken. Also wie zum Beispiel Inhalte sortiert sind, warum in der Google-Suche ganz oben Werbeergebnisse auftauchen und dass die Seite 1 der Google-Suchergebnisse in Ordnung ist und dann hinten raus man ein bisschen gucken muss, wo man da eigentlich drauf stößt. Und dass es natürlich noch viele andere Suchmaschinen außer Google gibt, die sehr viel datenschonender sind und die auch sehr gute Ergebnisse liefern. Ich muss also ein bisschen kritisch gegenüber all dem sein, was so an Informationen verbreitet wird, auf Social Media sowieso, das wissen Sie ja auch in WhatsApp-Gruppen, aber auch auf Blogs. Wir haben dieses Phänomen der Desinformation, das hat sehr stark zugenommen in Zeiten der Pandemie und ist überführt worden in große verschwörungsmythologische Narrative. Und deshalb glaube ich, ein Faktor, den ich hier an der Stelle nochmal mitgeben möchte. Es geht aber auch darum, dass ich die Fähigkeit verstehe, zu partizipieren am Internet, dass ich also selbst zum Beispiel Blogs schreiben kann, dass ich selbst meine Meinung beitrage, dass ich mitdiskutiere auf Social Media und dass ich auch sozusagen gelassen werde. Auch das etwas, was häufig runterfällt. Wir alle haben mit Hate Speech zu tun. Wir sprechen häufig über Hassrede und über beleidigende Kommentare. Auch das etwas, was viele im Bereich der NGOs beschäftigt und was wir alle, glaube ich, nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und wenn wir jetzt über genau eben diese Nachrichten- und Informationskompetenz sprechen, dann will ich Sie zuletzt einmal fragen, wie Sie selbst Ihre Kompetenz einschätzen würden. Würden Sie sagen, ich bin sehr gut darin, Nachrichten und die richtigen Informationen zu finden, die ich brauche, oder ich bin überhaupt nicht gut darin? Und alles dazwischen ist dann sowas wie, ich bin mir häufig auch unsicher. Das ist auch total legitim, das zu sagen. Sabine hat die Umfrage schon geöffnet. Ja, Sie kennen das blaue Fenster bereits. Sie dürfen eine Wahl treffen. Die meisten haben das auch schon gemacht. Und auch hier warten wir noch ganz kurz. Geht ja ganz schnell. Und ich zeige Ihnen auch gleich hier wieder die Ergebnisse. Dann haben Sie auch ein wenig einen Vergleich. So, und damit schließe ich die Umfrage. Und ich zeige Ihnen die Ergebnisse. 49% von Ihnen schätzen sich selbst mit Blick auf Ihre Nachrichten- und Informationskompetenz als gut ein, also eine 2.
26% geben sich eine 3, 18% eine 1, also sehr gut, 6% 4 und 1% haben eine 5 angeklickt. Okay, sehr gut. Das ist ein gutes Mittel. Ich zeige Ihnen zuletzt noch eine ganz aktuelle Studie, die genau das abgefragt hat, auch bei Bürgerinnen und Bürgern in der Selbstabfrage und auf ähnliche Ergebnisse rauskam, die tatsächlich aber auch dann echte Aufgaben gegeben hat, um Informationskompetenz praktisch zu überprüfen, von der Stiftung Neue Verantwortung, eine hochinteressante Studie. Quelle Internet auch nochmal verlinkt in meinen Notizen und Quellen zum Nachlesen. Die haben sehr spannende Ergebnisse gefunden, nämlich dass zum Beispiel viele Personen den Unterschied zwischen Desinformation, Information, Werbung und Meinung zum Teil nur sehr schwer erkennen, dass auch die Kennzeichnungsstrategien, die wir ja bisweilen von Facebook zum Beispiel kennen, eher kaum erkannt werden. Es gibt durchaus Menschen, die an der Unabhängigkeit von Journalismus zweifeln. Es besteht nur knapp die Hälfte den Test, und 22. nur 22% erreichen tatsächlich eine hohe Kompetenz. Und man kann hier sehen, aber das ist sicher mehr so ein Schnitt durch die Mitte. Jüngere Generationen sind eher kompetenter als Altältere. Wir sehen auch Unterschiede im Bildungsabschluss. Wir sehen auch eher Männer kompetenter als Frauen. Das muss man immer so ein bisschen noch mal tiefer in die Daten reinschauen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir hier sehen, was wir auch in vielen anderen Themen sehen, dass zum Beispiel besonders bei AfD-Anhängerinnen die digitale Nachrichtenkompetenz extrem niedrig ist. Ich kann Ihnen gerade keine Aussagen zur Grundgesamtheit machen. Das können Sie gerne in der Umfrage noch mal nachlesen. Das habe ich gerade nicht parat. Ich will Ihnen hier nur einmal zeigen, die Kompetenz nach Geschlecht und Alter. Und hier sehen Sie eben einen kleinen Ausschlag in Richtung der männlichen Befragten und auch durchaus einen Ausschlag in Richtung der jüngeren Befragten tatsächlich, die eben bessere Ergebnisse tatsächlich erreichen. Wir sehen ähnliche Bewegungen in Richtung Bildungsabschlüsse nach Alter. Also immer da, wo die Bildungsabschlüsse sozusagen hoch sind, sehen wir auch eine bessere Kompetenz. Also hier nochmal der Faktor Informationskompetenz geht uns durchaus alle was an. Und wenn ich Ihnen hier jetzt einmal so ein Beispiel zeige, wie Desinformation zum Beispiel erkannt wurde in der Umfrage, dann will ich Sie einmal auf den Beitrag 1 locken. Da wurde Desinformation gezeigt bei Facebook, die aussagt, dass die Bundesregierung die Enteignung der Bevölkerung beschlossen hat. Abgebildet dazu war ein Foto von noch Finanzminister Olaf Scholz und eine Faktenprüfung von Korrektiv darunter, die die Meldung als falsch bezeichnet. Manche von Ihnen wissen, dass Facebook hat ja mit der NGO Korrektiv zusammen eine Kollaboration, in der sie Falschmeldungen taggen. Und wir sehen hier, dass tatsächlich nur, muss man ja im Grunde sagen, 60% das tatsächlich als Falschinformation bewerten. Das ist ja gar nicht so viel. Insofern sehr spannend, sehr spannende Studie mit vielen spannenden Ergebnissen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie mal rein. Ich will nur sagen, es geht am Ende alle von uns was an. Sie können selbst den Test machen, den habe ich Ihnen auch verlinkt. Wie gut bist du im Umgang mit Nachrichten im Internet? Gerne im Nachhinein mal, wenn Sie die Folien bekommen, gleich starten. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Auch ich habe nicht die volle Punktzahl bekommen. Ich habe es gesagt, viele setzen sich genau in dem Bereich ein, im Bereich der Zivilgesellschaft. Das wissen Sie, sowohl Desinformation wie auch der Faktor Hate Speech ist einer, der uns politisch beschäftigt, auch die Landeszentralen und Bundeszentralen für politische Bildung beschäftigt, wo man sehr, sehr gute Inhalte herbekommen kann, wenn man selbst auch über Kompetenzbildung in diesem Bereich nachdenkt. Ich habe alles für Sie verlinkt, wie gesagt. Und dann habe ich Ihnen zum Schluss, und das will ich jetzt aber überspringen, damit wir noch Zeit für Fragen haben, den kleinen Exkurs zur Quellenkritik angehängt. Im Grunde 7 Tipps, von denen ich glaube, dass sie wesentlich sind, wenn wir Quellenkritik im Internet machen. Wir haben das ja alle in der Schule mal gelernt, wie das geht, Quellenkritik. Und dasselbe müssen wir eben online am Ende des Tages auch machen. Wir müssen uns fragen, wer hat es geschrieben? Wo kommt die Quelle her? Welcher Kontext ist es eigentlich? Passt das Bild zum Text? Wir sehen ganz häufig Bild-Text-Scheren. Also es werden Texte geschrieben, aber alte Bilder verwendet.
Berichten noch andere darüber? Ist es sehr emotional und hat vielleicht schon so ein Faktencheck-Portal wie Correctiv oder Mimikama schon längst darauf hingewiesen, dass das Desinformation ist? Und ich bitte Sie alle sehr, auch in Ihrem Kontext, privat, im Bereich der Organisation tatsächlich solche Informationen zu teilen und Menschen auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie gerade dabei sind, Desinformation zu teilen. So viel dazu und jetzt freue ich mich sehr auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Und wir sagen schon mal ganz herzlichen Dank. Ich schalte mich auch dazu. Das war Katharina Mosini zu Digital Literacy. Und auch danke schon an Sie. Ich hatte gerade noch mal einen Blick auf die Padlet-Wall geworfen. Die hat sich schön gefüllt. Vielen Dank auch dafür. Nutzen Sie diese Kanäle. Super Roundabout. Danke. Voll spannend. Sehr interessant. Hier auch das erste Feedback, das ich direkt auch an dich gleich weitergeben möchte. Es kamen auch etliche Fragen zu den Unterlagen und den Aufzeichnungen. Manche müssen auch früher gehen oder können vielleicht nicht jeden Tag dabei sein. Gar kein Problem. Schauen Sie dann einfach ins Archiv auf die Seite des Digitalcamps und dort finden Sie dann alle Unterlagen und auch alle Aufzeichnungen. Vielleicht wollen Sie auch genau dieses Webinar noch einmal nachhören. So viel Input. Auch das können Sie natürlich machen. So, die erste Frage ist auch, Katharina, du kannst natürlich auch gern die rausgreifen, was für dich nochmal besonders interessant ist. Ich mache vielleicht mal den Anfang. Hier wurde ganz am Anfang schon gefragt zur Definition Digital Literacy. Gehört da nicht auch schon das Bedienen von Geräten in jeglicher Form dazu? Also wie gehe ich mit einem Smartphone um, PC, also Hard Software, der Umgang damit? Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Die Skills sind im Ganzen natürlich also integriert slash vorgelagert. Wenn wir eben über diese Aspekte von Kommunikation zum Beispiel sprechen und damit meinen zum Beispiel, dass wir E-Mail-Kommunikation machen, dann müssen natürlich Menschen verstehen, wie E-Mail-Kommunikation funktioniert, wie so ein Postfach funktioniert, wie ich E-Mails schreibe. Und dasselbe gilt natürlich für die Social Media. Das heißt absolut und sozusagen in der am Anfang steht dann auch die Hardware, also wie bediene ich Smartphones und Computer und vieles mehr. Und in der Tat ist das etwas, was im Kern tatsächlich zu diesem Kompetenzaufbau beiträgt. Und deshalb müssen wir diese Faktoren, gerade im Bereich Kommunikation, Kollaboration, nicht nur begreifen als Möglichkeitsfenster, um uns weiterzubilden, wie kann ich jetzt toll virtuell zusammenarbeiten, sondern auch als Fenster, in denen ich natürlich Menschen empowern muss, diese Tools zu benutzen, also sich in Videokonferenzen zum Beispiel zu beteiligen. Hier ist auch noch eine Frage, den Kommentar, mein Kopf raucht, so viel Input. Und damit natürlich passt auch zu der Frage, es ist ja so umfangreich, dass das scheinbar eines Studiums bedarf, mich mit allen Aspekten damit zu beschäftigen. Wie kann man das leisten und vor allem im ehrenamtlichen Bereich? Und wo fange ich vielleicht auch an? Ja, also tatsächlich ist es so umfangreich und auch immer noch abstrakt, glaube ich, aber den Anfang haben Sie ja alle schon gemacht und es wird sehr viel konkreter, wenn Sie jetzt noch in die Workshops der KollegInnen der nächsten Tage reinschauen. Und dann muss man sicher nicht alles gleichzeitig anschieben, sondern schaut erstmal, was ist denn eigentlich dabei, was für mich interessant ist. Ist es einfach für mich spannend, verstärkt digital zum Beispiel zu kollaborieren, weil ich Mitglieder habe, die gar nicht alle am selben Ort sitzen, weil ich vielleicht plane, Mitglieder zu haben, die auch überregional organisiert sind. Und dann wäre das so eine erste Säule, die man praktisch angehen würde. Also es ist jetzt ohnehin nicht zwingend, dass Sie alle sich jede dieser Säulen annehmen und da jetzt große Kompetenzaufbauprogramme aufsetzen. Sie machen ja vorwiegend auch noch andere Dinge in Ihrer Organisation und haben eigene Themen, die Sie treiben möchten. Aber insofern würde ich tatsächlich das gar nicht so akademisch, wie es jetzt vielleicht auch geklungen hat, anfassen und anschauen, sondern würde sagen, was taugt mir und was kann ich gebrauchen? Und in dem Bereich muss ich natürlich Kompetenzen aufbauen, weil ansonsten kann ich das ja alles mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht nutzen, wenn keiner weiß, wie es geht. Sozusagen auf der Ebene würde ich mir das Thema anschauen. Vielen Dank. Hast du noch eine Frage, die du dir gezielt raussuchen möchtest?
Ich schaue mal gerade. Also interessant ist natürlich die Frage, aber das ist wahrscheinlich was, was man eher ein bisschen diskutieren möchte. Es gab eine Frage, wie wichtig wird die Kompetenz zur Abgrenzung der Lebenswelten bewertet? Gerade in der Jugendarbeit erleben wir einen Überdruss digitaler Angebote bei jungen Menschen, die sich bewusst für eben analoge Gruppenformate und Angebote entscheiden. Wird diese bewusste Entscheidung wichtiger oder gehen nicht nur die Lebenswelten real untrennbar ineinander über, sondern auch das Bewusstsein über die jeweiligen Erlebnisse und Bedürfnisse? Also das ist natürlich in der Tat so eine Frage. Ich glaube, es ist auch nie nur das eine oder das andere. Also gerade in den letzten Monaten haben wir natürlich erlebt, dass diejenigen, die jetzt sehr viel digital kommuniziert und kollaboriert haben, auch sehr froh waren, mal wieder in echt zusammenzuarbeiten und analog zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, ganz abhängig von auch der eigenen Zielgruppe, von den eigenen Themen, muss man da einen Modus finden, der trägt. Und der kann auch bedeuten, es gibt erstmal gar oder kaum digitale Formate, weil das mit meiner Zielgruppe, mit meiner Peer Group nicht zu machen ist. Und wir wagen uns langsam zum Beispiel an sowas wie Hybridität ran. Also wir treffen uns analog, geben aber die Möglichkeit, dass Menschen auch virtuell dazukommen können zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich was, was man sicher auf ganz unterschiedlichen Ebenen diskutieren kann und auch muss. Und wo sie alle ganz unterschiedliche sicher Erfahrungen gemacht haben, auch in der letzten Zeit. Auch so zum Stichwort Erfahrung gemacht haben. Welche Erfahrungen hast du oder kennst du bezüglich generationenübergreifendem Aufbau von Kompetenzen? Also auch so Stichwort Teilhabe. Welche Erfahrung habe ich zum generationenübergreifenden Aufbau? Okay, also tatsächlich ist es ja so, dass wir in zum Beispiel der digitalen Nachbarschaft generationenunabhängig im Grunde solche Formate durchaus auch ausbilden. Machen viele andere mehr auch. Es gibt natürlich auch noch spezifische Formate, die sich gezielt zum Beispiel an Seniorinnen und Senioren richten. Häufig ist ja gar nicht die Generation, sondern es ist mehr so eine Frage, wo ist die Kompetenz? Auch wenn jetzt in dieser Umfrage so ein bisschen es aussah, als seien Jüngere kompetenter als Ältere, muss es gar nicht unbedingt so sein. Sie alle sind schon auf junge Menschen getroffen. Werden zwar häufig so als Digital Natives bezeichnet, aber das heißt sozusagen nicht, dass sie, dass sie deshalb die größte Kompetenz von uns allen haben. Und insofern, glaube ich, lohnt es sich, so einen gemeinsamen Grund zu finden, so eine gemeinsame Basis, von der man ausgehen kann, vielleicht auch über Vorababfragen und dann zu schauen, dass auch alle ihre Stärken einbringen können. So können vielleicht junge Menschen eher oder schneller sich in neue Technologien arbeiten und vielleicht ältere Menschen eher noch was zum Thema kritisches Denken und Hinterfragen von Inhalten mitbringen. Also ich glaube, auch da macht es eine gute Mixtur, die dann eben alle Stärken von allen mit einbezieht. Jetzt habe ich dich gerade nicht mehr gehört, Sabine. Ich weiß nicht, ob es nur mir so Jetzt geht. müsste Ja, es wieder gehen. okay. Danke dir. Wenn ich jetzt nach diesem Webinar, nach dieser ersten Stunde auch schon bereits sensibilisiert bin und dann auch nach dieser Woche und sage, ich möchte mich besser aufstellen in diesem Bereich Digital Literacy, was rätst du einer Organisation, wo sie ganz konkret herausfinden können, wie der Stand auch ist und dann welche Schritte zu gehen sind? Also tatsächlich ist es so, dass, also es gibt sehr gute, also man kann sich gut einlesen, finde ich, im Bereich der politischen Bildung. Die sind schon einen Schritt weiter. Also Bundeszentrale für politische Bildung, die Landeszentralen, die haben sehr gute auch Dossiers, wo man sich tatsächlich einlesen kann in unterschiedliche Expertisen. Es gibt dann natürlich hochschulseitig, aber damit eben eher bildungslastig, den Stifterverband zum Beispiel, auch das Hochschulforum Digitalisierung, das ein recht guter Anlaufpunkt ist. Im Bereich der Zivilgesellschaft, glaube ich, ist das ein Thema, was erst so nach und nach tatsächlich auf die Bühne rückt. Aber Sie alle kennen hier das breite Portfolio vom Haus des Stiftens. Es gibt Better Place und noch andere große AusbildnerInnen tatsächlich, die das Thema auch sukzessive anfassen. Und insofern kann ich da gar nicht jetzt wahrscheinlich einen Partner rauspicken, sondern habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, was uns jetzt auch stärker in Zukunft beschäftigen wird.
Und insofern glaube ich, dass es da auch zunehmend Angebote geben wird, auch von so klassischen Anbieterinnen, die bisher vielleicht nur in Anführungsstrichen über Kollaboration zum Beispiel gesprochen haben. Vielen Dank, voll spannend. Vielen Dank auch für Ihre Kommentare, auch Ihre ja, Berichte. Wir haben hier auch einen schönen ja, Info, wo eine Teilnehmerin schreibt, dass sie quasi fast gleich gut ist mit ihrer Enkelin, die schon auf ihrem Schoß saß. Sie 78, die Enkelin 4. So kann es generationenübergreifend dann auch funktionieren. Ja, und wie gesagt, es gab noch ein paar Fragen, die aber so in der Kürze auch nicht zu beantworten sind. Dafür gibt es die Padlet Wall, dafür gibt es die Facebook-Gruppe. Sie können sich dabei auch untereinander austauschen. Heute geht es dann weiter um 17 Uhr mit der digitalen Zusammenarbeit. Den Link hatte Ihnen Bea Pessler gepostet. Vielen Dank an Sie alle und hier Dankeschön, bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich allen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank auch von mir.